Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks und hier ein Replay von Mali 2000 und dem 9er Centurion. Er spielt in dem Zug mit zwei Artis, einmal dem Objekt 212 und einmal dem S oder der S51 Arti. Steppen ist die Karte und er ist hier Top-Tier in seinem 9er, 8er und sogar 7er Gefecht. Was auffällt, gefühlt etwas wenig mittlere Panzer in dem Spiel. Drei auf seiner Seite mit ihm inkludiert. Und der Gegner hat nur zwei sogar. Also da schauen wir mal, was er reißen kann. Ich kündige es aber jetzt schon mal. Aufgrund der Softstats, die ich sehe, als Replay of the Week an. Ich hoffe, ich nehme da nicht zu viel raus, aber ich tituliere es jetzt einfach mal so. Weil es sollte an sich schon die Fähigkeiten haben, das zu werden. Und auch vielleicht nebenbei, weil es das erste Replay ist oder das erste Let's Play ist, das ich in einer noch besseren Grafik zeigen kann. Man sieht es vielleicht so ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen mehr aktiviert und es läuft auch performanter als die vorherigen. Hat ja damit zu tun, dass ich meinen Rechner etwas aufgerüstet habe. Habe jetzt einen i5-6500 drin, 16 GB DDR4. Ja, und dementsprechend meine Radeon, die 280er, die ist geblieben. Jetzt schauen wir aber mal und konzentrieren uns wieder auf das Replay. So, hier der T-37. Schön ausgewichen. Einen kleinen Schlenkerer gemacht. Der T-37 versteckt sich da jetzt hinter dem Stein. Er selber hat hier aber nicht viel Support, also er spielt hier direkt sehr aggressiv. Hätte auch gut sein können, dass hier eine Karawane von Gegnern kommt, aber da fahrt er einfach drauf. So, was macht er jetzt? Kommt hier nicht drauf auf den T-37. Nimmt jetzt den etwas längeren Weg, wo er seitlich drauf kommt. Der Komet kommt auch rum. Er macht den ersten Hit. Ja, und jetzt lässt er den Rest den Komet erledigen. T-37 sollte kein Problem sein für den Komet. Und ja, er hat ihn rausgenommen. Er will hier direkt noch mehr Gegner haben. Der andere Komet, der hier hinten gespottet war, wie man ja auf der Minimap sieht, der ist scheinbar direkt wieder weg. Offen ist er. Ah, da ist ein Ferdinand. Nicht wundern, ab und an ploppen die Gegner erst auf, nachdem sie eigentlich schon gespottet worden sind. Das ist so ein Replay-Problem. Und Dark hat eine Arti aufgemacht. Da kommt er auch gut drauf. Und nimmt die Arti mit dem One-Shot raus. Ja. Tschüss, GW Panther. Jetzt noch den Ferdinand. Da kommt er gerade so auf den Helm. Wow, schöner Kill. Den hat er gut geschossen. Vielleicht für den einen oder anderen, der Panzer unbekannt ist. Der 268 Durchschlag. Und ansonsten hier, beziehungsweise 268 ist natürlich seine Premium. Was hat er denn da noch? Hochexplosiv und Hash. Aha, okay. Kannte die Bewaffnung gerade noch gar nicht. Das ist doch dann gar nicht seine Premium, oder? Habe ich doch Quatsch erzählt. Das ist doch seine ganz normale. Naja, wir konzentrieren uns weiterhin auf das Video, auf den 207. Hat er auch schön getroffen. Da 1390, auch hier wieder das leider das Replay-Thema. Aber der vierte Kill schon am Start. Und auch hier ganz kurios teilweise. Also da sollte Wargaming noch ein bisschen nacharbeiten. Offen ist er. Oh, und nimmt da die Arti raus, die nicht zu sehen war. Eine Ghost-Arti praktisch. So, jetzt sehen wir auch die Panzer alle wieder. Wie gesagt, ab und an ist es einfach merkwürdig. C37
10 zu 12 steht's für den Gegner. Oh, schön aus der Fahrt. Da sieht man, Centurion ist einfach wirklich genau. Jetzt ist er alleine gegen noch 4 Gegner. Davon eine Arti. Da hat er jetzt noch ein bisschen Arbeit vor sich. Versteckt sich jetzt hier hinterhalb des Busches. Versucht dann da was aufzumachen. Kriegt da den ersten auf. Den IS-8. Prallt allerdings nur ab. Ist wohl nicht aufgegangen dabei. Und der nächste Hit, der klappt. Und jetzt ist er offen. Muss ich aber... Ne, das dürfte eigentlich die Normalmunition sein. Ist ja lustig. Aha, okay. Alles klar. Oh, da ist die Arti. Da war die Arti. Ihr könnt mich ja gern in den Kommentaren da korrigieren, falls ich mich da mit der Munitionsart vertue. Weil, wie gesagt, ich muss auch ehrlicherweise gestehen, ich habe die Centurions noch alle nicht gespielt. Also bin da wirklich sehr unwissend. Wobei ich oft schöne Runden von denen bekomme. Also von dem her muss da schon was an denen dran sein. Ah, jetzt bekommt ihr ja noch Besuch vom Komet. Der prallt allerdings ab. Seinen 7. Kill hat er schon, den 8. Die Radley Walters hat er jetzt gerade klar gemacht. Und hier ist 8 hier direkt mit einer knapp 500er Schelle. Oh ja, genau. Da hat sich der IS-8 zwar dahinter dem Wrack verstecken wollen, hat aber nicht damit gerechnet, dass er hier drunter gut durchschießen kann. Jetzt macht er das gleiche wohl wieder. Ah, da konnte er nicht durch, aber auch der IS-8 ist hier leider abgeprallt. Leider in dem... Oh, jetzt kommt auch der E-75 und auch der ist noch voll. Jetzt will er sich zurückziehen. Jetzt kommen sie nämlich beide auf ihn drauf. Eieiei, wird das nochmal spannend. IS-8 ist schön getroffen. Der ist jetzt ein One-Shot. Allerdings der E-75, der macht halt auch so viel Aua, dass er dementsprechend richtig Probleme jetzt bekommen kann. Jetzt wollen sie ihn hier direkt über die Klippe jagen. Aber er spielt jetzt hier seine Mobilität ordentlich aus. Der E-75 kommt gerade ums Verrecken nicht drauf. Der IS-8 muss mit einem One-Shot raus. Ja, nimmt ihn raus. Du wirst aber allerdings auch nochmal für 446 getroffen. 9. Kill und jetzt ist es ein One-on-One, aber sehr ungleich. Er ist hier ein One-Shot und er braucht für den E-75 wahrscheinlich sogar 3, wenn nicht gar 4 Schüsse. Oh, oh, da ist er schon. Da prallt er, oder trifft gar nicht erst. Er wird schon gefeiert von seinen Kollegen zumindest mal. Das ist unser Mann. Ja, bisher kann man die Leistung nur ganz klar honorieren. So, jetzt will er sich hier ein bisschen verdünnisieren. Natürlich T34 GoCap. Da weiß dann jeder immer am besten, was zu tun ist in so einem Augenblick. E-75, ja, stellt ihm jetzt wirklich nach. So, jetzt hat er aber... Ah, schade. Dachte, der kommt da durch. Aber er nutzt es hier aus. Er ist jetzt nicht überhastet, will jetzt da dementsprechend nicht den Close Combat suchen, sondern die Distanz am besten mit einem Busch in Kombination. Da ist er schon wieder offen. Der E-75 denkt sich wahrscheinlich auch noch, was willst du denn? Ich mach dir doch eben im nächsten weg. Er behält auch immer, glaube ich, so die K
Karte im Blick, wo kann er sich hinstellen, wo ist der nächste Busch, wo, wie kann ich auf ihn wirken. Also ich denke, der Spieler macht sich hier schon viele Gedanken, der Mali. So, da ist der E75. Vielleicht ist endlich mal wieder ein Hit drauf. Ja, sehr gut. Trifft er. Aber es sind halt noch dreimal, die er treffen muss, ohne dass er getroffen wird dabei. Da, jetzt probiert er das wirklich wahnsinnig mit der Maus nur drüber zu fahren und dann dementsprechend zurück. Es wird ja auch schon geschrieben vom T34, the best game. OMG vom Jagdtiger. Sein Clan feuert ihn an. This is my man. Also, da ist schon Feuer geboten. Und nochmal prallt hier jetzt sogar der E75 ab. Jetzt hat er den Nachschuss, weil der E75 natürlich die längere Reload hat. Und nochmal einen. Und jetzt ist jeder der beiden ein One-Shot. Hat er sich in eine exzellente Lage gebracht. Der E75 stellt ihn jetzt hier wahrscheinlich direkt nach. Wenn er über die Kuppe kommt, kann er ihn da einfach eingeben. So, jetzt genau. Und er nimmt ihn raus. Sehr schön. Wahnsinn. 10 Kills gemacht. 7948 Schaden durch diese Blind Hits, die wir leider im Replay nicht gesehen haben. Aber da sage ich zu Recht, Replay of the Week. Und ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Centurion, sehr gut gespielt von Mali. Freut mich jedes Mal von dir, einen Replay eingesendet zu bekommen. Auch wenn ich jetzt hier ein bisschen mit der Munitionsart am Hadern war. Aber scheißegal. Eine tolle Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Deswegen wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.